Also jetzt gehen wir in die Geburtenabteilung und schauen, was dort läuft. Wir sind hier immer, Tag und Nacht, 24/7. Wir arbeiten mit Herzblut und geben alles für die Familie. Ja. Wie viele Gebärzimmer haben wir jetzt hier? Wir haben 4 Gebärzimmer, 2 mit Badewanne und 2 ohne Badewanne. Wolltest du uns das Zimmer zeigen? Ja. So, dein Lieblingszimmer, ist das frei? Ja, das Zimmer ist gar nicht frei, dann wäre es 3, aber es 2 ist auch. Okay. Erzähl kurz, also ich bin selber hier im Spital Wetzikon geboren und meine Kinder sind auch hier geboren. Und ja, das ist jetzt ein Zimmer mit Badewanne. Und von der einen Hebamme ist das Lieblingszimmer, die anderen haben andere Lieblingszimmer, das ist sehr individuell. Und die Frauen haben auch das Lieblingszimmer? Ja, die schon ein paar Mal hier geboren haben, die einen schon, ja, aber ja, andere sind da sehr... Also die meisten sind sehr unkompliziert und offen. Okay. Ja. Dann haben wir das Gebärbett, wo man kann in allen möglichen Positionen gebären. Das heisst nicht, dass man einfach auf dem Rücken liegt und dann gebiert, sondern man kann wirklich eine Seitenlage auf dem Vierfüßler. Natürlich auch im Stehen. Wir haben dann auch Matten, wo man können am Boden legen kann, den Maya-Hocker, wo man so drauf sitzen kann. Genau, für die Männer hat es dort einen bequemen Sessel, wo man auch gut ein bisschen hinunterlegen kann, wenn es länger geht. Genau. Jetzt ist gerade eine Anmeldung gekommen. Ja, genau, wir haben das Telefon bekommen. Genau, das ist eine Zuweisung von einer Gebärenden. Gut, jetzt gehen wir auf das Wochenbett und schauen, wer dort genommen ist. Hallo, miteinander. Sind wir hier im Säuglingszimmer? Wann sind Sie hier im Säuglingszimmer? Wann sind Sie bei der Mutter? Eigentlich sind Sie nur noch für den Kinderarzt untersucht. Also eigentlich sind die Kinder immer, also die Säuglinge sind immer bei Mami. Mhm. Das ist der Notfallwagen, sogenannte Reanimationswagen, wenn es einem Neugeborenen akut schlecht geht. Okay. Und wir mit Beatmen, mit Sauerstoff, mit allem, was man so braucht, können erste Hilfe machen. Ja. Bis dann alle da sind. Und okay, das geht 1 bis 2 Minuten. Es kommt immer am Morgen ein Buffet. Wir haben ja viele Familienzimmer. Die meisten Väter heute sind auch gerne da und die können sich dann zwischen 7:30 und 10 da bedienen. Es hat weniger Geburten, die Eltern sind ein bisschen unsicher. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir nachher mit den Eltern kommunizieren und sagen, dass wir weiterhin da sind. Bei uns läuft der Betrieb genau gleich weiter. Ja. Es gibt keinen Unterschied zu vorher. Mhm. Bei uns ist alles ganz normal. Ablauf ist normal, der Platz ist normal, alles da. Die Krise, in der wir jetzt so drin sind als Spital, wie erlebst du das jetzt persönlich? Ja, für mich persönlich ist es keine angenehme Situation. Mhm. Es ist eine belastende Situation, man weiß nicht, wie es weitergeht. Mhm. Wir hoffen alle, dass es weitergeht. Mhm. Wir wetten alle, dass es weitergeht. Aber schön wäre schon, wenn bald eine Lösung kommt. Mhm. Ich glaube, das geht allen gut. Gibt es etwas Positives in dieser Situation, in dieser Krise, wo du kannst sagen, wo du dem kannst jetzt gerade abgewöhnen? Also ich, das Positive, ja, finde ich, der Zusammenhalt im ganzen Haus hat sich wahnsinnig positiv ausgedrückt. Wie erlebst du das? Oder es ist einfach ein Miteinander, das ich im ganzen Haus irgendwie wahrnehme. Es sind alle miteinander, du bist jetzt da, ich spüre so wirklich das Miteinander von allen, vom technischen Dienst, über sie, die putzen, über Pflege, über Geschäftsleitung. Das finde ich eigentlich echt ein schönes Erlebnis, wie man zusammenrücken kann und schauen, wie man das miteinander macht. Sehr schön. Ja, danke. Schauen wir noch schnell in ein Zimmer, in das Familienzimmer. So ein bisschen das Klassische ist jetzt gerade, das ist gesetzt, oder? Ja, aber hast du schon ein Zimmer, das du jetzt uns noch zeigen? Hallo, hoi. Danke vielmals fürs Reinigen von dem Zimmer. Da kommt nachher eine Patientin, eine Frau. Eine Frau mit Kind, genau. Sehr gut. Danke vielmals fürs Zuschauen in unserer Reportage. Sie sehen, der Betrieb läuft. Es geht weiter.